Also wir sind zurück hier als Jona, den Abend bevor wir auf Finnland gehen mit unseren Mates von der Klasse. Wir haben schon alles vorbereitet, wie ihr hier seht. Der Benson ist da. Er freut sich schon. Riesig. Kribbelt alles. Ich will euch ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Hier begleiten, so gut wie es geht. Wir schauen, wie viel am Morgen. Wir sind wach. Benson essen. Weißt du, dass du noch Kraft hast für den Tag? Und zwar nicht körperliche Kraft, sondern mental. Mental. Mit dem Köpfchen oben. Ja. Wir sind gespannt, wie es wird. Aus Sicherheitsgründen unterlassen wir jetzt mal jegliche Kommentare, die in eine kritische, schrägstrich satirische Richtung gehen. Da ist es der Papi. Es luftet von außen. Gell, das Leid noch doch gebraucht. Es luftet? Ja. Ja. Meine Künste sind back, ich als Ferienflogger natürlich immer dann am Start, wenn es im Ausland ist. Wir werden wieder zurück sein, wenn wir dann im Flugzeug sind oder am Gate oder in Helsinki. Stay tuned! Yeah, with Miss Jamie. We've seen her in previous vlogs. What do you want to see? Nothing. Maybe you can tell us something about planes, because today is all about planes. No. Ich glaube, es ist kein Wert. Wir sind zurück, wenn wir in Amsterdam sind, sind wir das erste Mal in Holland, also stay tuned. Das ist jetzt einfach der obligatorische Vlog aus Holland. Wer kann alles sagen, dass er schon mal in Holland ein Video gemacht hat? Und der Oli hat gesagt, er wird auf den Vlog kommen. Jetzt musst du aber etwas sagen. Hallo. Das ist Angelina. Jamie. Das ist what do you want to say? Nothing. You can say something. Nope. Something. Yeah, you can also say something else. Something else. Right. You're so... funny? Der Valentin. Jawohl. Das bin ich, ne? Der legendäre Valentin Mesmer, ja. Der Valentin. Ja, der berühmte Bassist, weißt du? Ja. Das bin ich, weißt du? Ja, der Valentin war schon immer mehr der Bassist, ne? Ja. Die Gitarre liegt mir nicht so, weißt du, viele Seiten, weißt du. Hast du noch einen Channel? Das ist der berühmte Oliver Rutz, ja. Da ist der Schlagzeuger und der Komponist, ja. Er komponiert ganz schöne Stücke, weißt du. Hast du meinen Channel-Promo? Dann verlinke ich unten da in der Beschreibung. Oli ist ein Channel. Und wir müssen den G checken und ja, der Benz ist auch schon drin. Very welcome you here. This is my first vlog. In English. We're bilingual. Actually only I am bilingual because she's from America. I am not. So unfortunately she cannot talk German. She asked me if we could do some real talk or something and I said yeah, why not. So Jamie, is there anything you want to say here, you want to talk? You know my answer. She really wants to but she's too shy so she always says no. Here we've got some other guys. Here is Oliver, Ramon, and Vantaline. Stay tuned. Bye. Wir sind jetzt wieder da. In Finnland, obligatorischer Vlog. Wir gehen jetzt hier runter in die Hölle. Es geht schon ziemlich tief, aber auf jeden Fall sind wir jetzt da, wo wir sind. Und haben diesen Cover. Benson, etwas sagen? Hoppla. Sind wir dann bald angekommen. Wir wissen, wo wir durchgehen. Wir haben alles im Griff. In der Stadtkarte von Helsinki weiss ich, wo wir durchgehen. Wahrscheinlich werde ich dann wieder zurück sein, wenn wir ankommen in Mikkelelene. Ich werde euch die Impressionen festhalten. Wir sind einfach super excited. Und ich möchte Gott danken, dass er mir ermöglicht hat, sich die Reise zu antreten. Wirklich lieb. Danke. Darf ich noch etwas sagen? Wir sind übrigens gesponsert von meiner Mura. Von meiner Mutter. Weil der hat sie für den Ding. Die auch immer bei jeder Reise so an. Ja, aber sie finde irgendwie geil. Ist schon geil. Handy wie geht der benötigt? Ja, weil, wenn ich es nicht so geklebt habe, hat es aufgehört. Ich fange es halt Kontakt mit gehabt. Wir haben jetzt gerade das erste Einkauf getätigt in Finnland. Es hat sehr viele S und Ös und Üs in den Namen. Wir haben nicht verstanden, aber das wichtigste Wort haben wir verstanden, nämlich Antgott. Ein Kilo Antgott. 20 Euro. Erratet mal, was im Verlauf dieser Woche mal auf dem Grill wird landen. We're back. Wir sind jetzt hier in fast bei unserem Haus. Sind wir bei der Info? Und wir
befinde mich gerade hier im Taxi, aber ohne Taxifahrer, weil er eben nicht genau weiss, wo unser Haus ist. Aber wir haben ziemlich viel gekauft. Hier hinten hat es ganze Wassermelonen. Und der Scheiß war schwer. Also Wassermelonen. Und jetzt schauen wir mal, der Typ hat jetzt gerade Info geholt und er kann kein Englisch. Wir sind so nah bis zum Ziel wie noch nie. Langsam kommt der Typ davon. Auf jeden Fall, stay tuned. Mal schauen, was es ist. Weißt du, was die mit deinen Videos?